Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Geißelsberg, meine lieben Freunde, im Challengers-Projekt mit mir und dem lieben Osser TV. Und dem lieben Fabi. Hallöchen. So, Leute. Jetzt muss man einfach sehen. Muss ich die Scheiße pflügen? Ja, nein. Nee, danke. Danke, wirklich. Vielen lieben Dank für die Kacke. Dankeschön. Weil das ist wichtig. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Haben wir ein Problem. Ich könnte schon durchheizen mit der Seemaschine. Kein Ding. Das ist kein Ding. Aber, Leute. Was kann ich denn sehen im Moment? Sojabohnen. Sojabohnen und die geben gut Cash, Leute. Das ist korrekt. Fuck! Ich habe den Fan gerade repariert, aber ich brauche so einen Schneidwerkswagen. Quatsch, kommst du so eine Runde? Nee. Doch. 10,8 Metern? Ja. Können wir ja nicht mal durchs Dorf durch, theoretisch. Also ich könnte nicht mal den anderen Weg einfach runterfahren. Aber was denn? Denkst du schieben? Geht nicht, Leute. Geht nicht, geht nicht. Quatsch. Ja, gut, dann müssen wir. Was ist das hier heißt ganz Weg? Einfach 0 0 nada 0. Da wird Robbe. Was die Robbe? Oh shit, Junge. Ja, komm Leute. Weißt du was? Wir machen so. Die Jungs haben sicher nicht eine Stunde. Ist ja nicht schlimm. So, Geld ist wieder da ein bisschen. Ja, ganz genau. Nicht genug. Was kostet Quant hat denn so ein schöner Schneidwerkswagen? Scheiß Dünger Big Bag und ein scheiß Saatgut Big Bag brauche ich. Ah, jetzt sollte er reichen. Oh, ist jetzt mein Stoffproduktion eigentlich fertig? Das Ganze vorspulen ein bisschen. Oh, ja. Also durch, ja! Nee, eine. Eine Palette habe ich, ja, toll. Ja, ja, dann funktioniert's ja, dann musst du dich freuen. Ja, nur ein, nicht so. Ja, genau, das habe ich, das heißt. Der Trailer. Ah, 7000 Euro! Ehre! Kannst du auch mieten, so nur. Ja, warum mieten? Wenn du kein Geld dafür hast. Oh ja. Ja, gut, morgen ist eh so, ja, Bodenverkauf und ich habe noch genug auf dem Hof liegen. Haben wird heute schon mal gekauft. Preis. Wie sehen Sojabohnen der Preis heute aus? Ne, der ist noch nicht perfekt. No. Ja gut, manchmal hast du das ja gehabt, dass der Tag vorher irgendwie besser war. Ihr habt eine Nacht nur vorgespult, oder? Ja. Jo. Okay. Hey, Gi, kannst du nicht mal deine komische Palette da wegmachen? Wo, ich beim Händler? Nee, hier auf dem. Ach, ist egal, ich schieb die bis auf Seite. Kein Problem. Wo auf dem Feld? Ich hab noch Dünger? Ja. Wo? Ja, hier unten. den brauch ich. Ja, wahrscheinlich gerade auf die Seite geschoben. Kein Problem. Jetzt steht hier genau auf der Kante bei mir im Feld so ein Kackstromvieh. Ist denn hier irgendwas noch von mir? Acker. Ja, die da noch im Feld. Als überall Akaba, das Zeug. Hühner. Ist alles überliegen. Nee. Ja. Digga, nirgendwo hab ich noch was hier. Alles ist leer. Ja. Dünger ist drin, Leute. Saatgut ist drin. Wir können los. Jetzt geht's los hier. Oh, fett noch ein Feld Sojabohnen, da haben wir vier Felder Sojabohnen. Ich hab ein Feld. Wir haben 5200 Liter ungefähr runter. Ich weiß nicht, also ich glaube ich hab. Leute, das ist Bombe einfach. 6 oder 7 Hektar Sojabohnen. Muss ich halt nur noch mal düngen.
Jetzt müssen wir langsam sich Gedanken machen über ein Güllefass. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ich denke, dass du Ossi noch die Gärreste geben wolltest. 3000 Liter. Das ist 30.000 Liter, genau. Ja, 30.000 Liter. Es sind genau 33.000. Oh. Dann wollen wir es ein bisschen genauer halten. Ja. Ist es länger? Ja, so ist es länger, natürlich ist es so. Lalala. Nein! Oh. Mensch! Du bist ein Mensch. Das ist, ja. Schon früher aufgefallen. Das ist korrekt. Gleich runtersehen, gleich durchdüngen. Dann haben wir hier schon mal eine Düngestufe drauf. Wir haben Saatgut drauf. Naja, wir haben Soja noch drauf. Ah, Leute, wenn es da drauf gibt, eine Maus. Wo Köstler anzeigt, muss aufgefüllt werden. Steht sogar drauf, welcher Schlepper das ist. Ja, das habe ich gesehen. Das ist wirklich was Gutes. Ah, okay. Nee, das ist ein bisschen Müll. Das sollten sie was ändern, Leute. Dass man das aussieht, wenn der nochmal leer wurde. Wisst ihr, wie ich meine? Das zeigt ja nur einmal an irgendwie. Und dann bleibt die Meldung. Ja, vielleicht muss er einfach. Ja, das verstehe ich auch nicht. Oder muss man auf die Meldung einmal drauf gehen? Du musst vielleicht einmal da draufklicken, dass du die stornierst sozusagen. Das kenne ich auch nicht. Wenn du aus dem Schlepper rausgehst und dann einmal auf die Meldung klickst und dann so da reingehst in den Schlepper vielleicht. Probiere ich gleich, warte eine Sekunde. Also sie hat mein Dünger Big Big weiß Gott wohin geschoben. Wie denn weiß Gott, ich hab nur ein bisschen den Feldweg eingeschoben. Nee, sag doch nie. Ach, Digga. Menschlich gesehen von dieser Saatmaschine schon wieder abschauen. So. Saatmaschine. Ist eine Stufe Dünger drauf. Das heißt, überall Dünger viel rüberhalten. Was kostet eigentlich? Das wird schon nicht billig sein, sagen wir so. Von welchem sogar, ja. Das günstigste kostet 22.500 Euro. Nein. Ja, ist halt aber auch klein. Ist halt nachher die Frage, ist halt mega klein. 8 Kubik. Oh, warte mal. Klicken wir drauf. 15 Hab Meter. Drauf geklickt, Fabi, passiert immer noch nichts. Okay. Hätte ja Sinn können. Ja, ja. Deshalb hab ich probiert. Ah, geht doch. Hammer. Haben wir 6 Meter eingestellt? Ja. Boah, alles gut. Alles Rinder. Ich sag's mal so, Leute. Ich finde mega gut, das finde ich mega gut, Leute. Ist, dass sie, halt. Dass sie, immer läuft. Sagen wir es mal so, mit den
Mit den Förderbändern, das war schon eine gute Idee. War es kein Problem. Das läuft viel, viel besser als im 19er. Mit den Förderbändern. Weil ich es immer ausgehen so wie. Jo, das ist wirklich. Da joinst du kurz auf den Server, machst die Dinger an und funktioniert. Besser kannst du nicht sagen. Nee, da habe ich wirklich. Da habe ich Bock drauf. Jetzt, oh nein, irgendwie. 6:30 erst zusammen ein Angebot für 100.000. Ja, hab's vorhin auch gerade gesehen, hab's mir gedacht, ja. Aber warum bei Jackie kommt doch immer nur der Bug, nicht? Aha. Ey, von mir aus können wir es auch nochmal ausprobieren. Also. Nein, komm, das war's nicht. Ich meine, es gab jetzt ein Patch, ne? Hab über den Patch nichts gelesen, Leute, deshalb kann ich nichts sagen. Es sind 5 Patches drin und der. Also 5 Sachen, die geändert wurden drin. Und eine davon war, glaube ich, nur für den PC und das war das mit den Spanngurten. Okay. Ah, ging das auf den Konsolen mit den Spanngurten, oder? Keine Ahnung. Aber schien dann wohl so. Okay. Der Rest war nur irgendwie mit Stadia und keine Ahnung. Ich muss nur sagen, Tofi, deine Kurse, du laufen alle einwandfrei. Ja. Da fährt sich jetzt hier, der Autobahnfahrer nie fest. Ich weiß. Besonders nicht in deiner Scheune, ne? Ja, ist egal. Aus der Hochausfahrt fährt er fest, dann hier in diesem Forst fährt er sich fest und bei einer Stelle. Also das ist total gut. Da habe ich das ausprobiert und das lief einwandfrei mit dem 900er mit Drehschimmel. Ja gut, ich hatte den Ballenwagen, das hat er gerade nicht breit. Naja, und der zieht sich auch krumm um die Kurve, also halt nicht so schön hinterm Schlepper. Du hast 1,50er Ballen drauf, oder? Ja. Das heißt, der ist auch einiges breiter. Heißt ja dementsprechend, wenn man es so nimmt, sind ja das schon 3 Meter. Ja. Dann hat man so rechnet. 3,30 oder so ist der Anhänger dann breit. 3,50 wie nur Ausleger eigentlich. Ja. Ja, müssen wir wahrscheinlich mit Doppelbereifung einfahren. Wobei, das kannst du auch nicht machen, weil dann fährt er die ganze Zeit im Gegenverkehr. Ja, Leute, zum Glück, da haben wir nicht großartiges Problem mit dem Drescher drüber, weil der hat ja, der hat einen großen Korntank und der hat ein großes Schneidewerk. Das ist alles gut. So, ist wieder festgefahren. So. Na, oh. La la la. Es funktioniert gut. Ich glaube, jetzt wo ich aber das Feld hier unten habe, muss ich wirklich mal über einen zweiten oder einen größeren Kipper nachdenken. Das war so schon immer nervig, dann, selbst wenn du halt nur neben dem Hof bist, jedes Mal mit einem Kipper hin und her zu gucken. Da muss ich mir keine Gedanken machen, aber wir haben ja einen Plan, Leute. Deshalb ist ja das auch ein bisschen so Sache-Mache. Was Quant hat denn so einen Anhänger? Oder? Ich dachte Steine.
Ah, ich sage es ja. Extra für dich, Jake, hab ich's gesagt. Dankeschön. Ja, mit Überladewagen arbeiten ist auch scheiße. Vor allem bei einem Anhänger von 18 Tonnen Fassungsvolumen mit einem 33 Kubik Überladewagen arbeiten. Das ist gut. Ja. Kannst du machen. Auffahrt. Ah, ist die Frage. Oh, wow. Das ist voll die Falle. Der Krampe Big Body, der normalerweise ja Standard war, aber jetzt erst durch diesen Patch da kam. Jo. Den gibt's einmal ja in dieser Agritechniker Ausführung. Einmal als normale. Moin. Und wenn du den in der Agritechniker kaufst, kostet der 15.000 Euro mehr. Machst du das weg, kostet der Aufbauer 15.000 Euro mehr. Dadurch zahlst du immer denselben Preis. Ja, nee. Ich hab Moin Ossi gesagt, weil, Ossi hat ja diesen Kipper. Hä? Hat Ossi den Kram? Ja, aber auf der Stappenbau. Genau. Achso, ja. Ist ja die Sonntagsfolge, Leute. Ah, nee! Was brech? Nee. Die letzte Folge war die Sonntagsfolge. Weil wir ja eine zu wenig aufgenommen haben. Ja, ja, ist nur eine. Aber nee, bei Challenger ist schon nur eine, aber Roleplay. Ja, genau, aber. Okay, war's. Das ist ein bisschen zu viel. Die letzte Folge raus, gell? Real? Ja. Hab's nicht gesehen. Mhm. Oh, ist die letzte Folge rausgekommen. Also, wollen wir aufgenommen. Müssen wir unbedingt aufnehmen. Ja, dann werden es wieder frische. Ganz frisch produziert. Ja, das ist noch warm und knusprig. Auf anderthalb Wärme morgen Zeit hat. Ja, hoffen wir's. Ja, sonst egal. Die warmen Zeit müssen halt kommen. So. Aber, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, ein Abo da lassen und unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.